Freunde der Nacht. Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir auf dem Kanal. Hier wird schon fleißig gekämpft. Wir spielen heute wieder World of Warcraft The Burning Crusade Classic. Wir werden hier auf entspannt den weiblichen Blutelfen-Paladin weiterleveln. Haben mittlerweile Level 13 erreicht. Haben auch schon einige Talentpunkte vergeben hier. Und sind natürlich immer noch im Startgebiet der Blutelfen. Wir werden jetzt hier erstmal ein, zwei Dinge noch abgeben. Und dann werden wir uns mal ein bisschen in der Hauptstadt hier umschauen. Ich werde einmal hier durchgehen. Wir gucken uns einfach mal die Stadt an. Ich finde, Silbermond ist meiner Meinung nach immer noch so eine der schönsten Städte, die sie in WoW jemals entworfen haben. Von daher, da will ich auf jeden Fall heute mal vorbeischauen. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an die ganzen Kommentare so in den letzten Videos. Das ist auch nicht selbstverständlich so, weil ich ja doch schon sehr inaktiv war, auch so in den vergangenen Wochen und Monaten, Jahren fast schon. Von daher, da hätte ich gar nicht so mit gerechnet. Vielen, vielen Dank an die Leute, die hier noch fleißig Kommentare schreiben. Ich lese mir wirklich alle Kommentare unter jedem Video durch. Und hätte ich jetzt nicht so vermutet, dass tatsächlich Leute sich noch für meine Meinung interessieren. Das ist dann doch auch ganz interessant gewesen. Ja, in dem heutigen Video möchte ich gar nicht so ein Haupt-Ober-Thema irgendwie festlegen. Wir werden einfach entspannt eine Runde leveln. Von daher lehnt euch zurück. Wir werden uns hier ein bisschen entspannt das Blutelfengebiet heute wieder in Ruhe anschauen. Und ich habe so ein paar Dinge, die ich ansprechen möchte, die ich einfach im heutigen Video so ein bisschen thematisieren möchte. Aber heute gibt es mal nicht so ein Hauptthema irgendwie. Ja, ich habe mir überlegt, ich kann über eine LAN auch nochmal sprechen. Wir haben ja quasi in einem Video auch schon, habe ich euch ja mal so ein bisschen ausführlicher von einer LAN berichtet, mit den Pizzen und so, was da passiert ist. Und ich habe, wir haben halt endlose LANs gemacht früher, ich habe halt noch 300 Geschichten. Und eine ist tatsächlich auch, zumindest ein Nachtschwimmer, okay. Eine Geschichte ist auch so eine Sache, wo ich am Wochenende mit einem Kumpel da wieder einen LAN gemacht hatte, dran denken musste, weil das halt mit dem gleichen Freund war, der da quasi auch bei der LAN dabei war. Und so die Geschichte von der LAN will ich auf jeden Fall im heutigen Let's Play nochmal erzählen. Das werden uns aber, würde ich sagen, so 10 Minuten so, ja, für den zweiten Teil vom Video aufheben, würde ich sagen. Wenn wir hier schon ein bisschen in den Redefluss reingekommen sind, wenn ich mich ein bisschen hier entspannt habe. Man ist ja immer so ein bisschen verkrampft am Anfang, wenn man hier wieder ein Video aufnimmt. Und wenn sich das dann so gelegt hat und alles hier ein bisschen chilliger wurde hier, dann gehen wir so langsam mal auch in die Geschichte rein, die ich euch da erzählen wollte von Elan. Ansonsten ist es so, dass quasi, das müsst ihr euch vorstellen, gerade haben wir, was haben wir denn gerade? Donnerstag, glaube ich, den 9. Juni. Und es wäre mir so, dass ich, dass wir jetzt quasi für ein paar Monate mit dem Van nach England uns begeben werden. Das heißt, beziehungsweise ich muss überlegen, wenn das Let's Play hier rauskommt, dann sind wir wahrscheinlich schon in England. Ja doch, dann sind wir schon sehr lange in England wahrscheinlich. Das erfahrt ihr dann quasi erst jetzt, so eine Art. Und deswegen bin ich gerade am Vorproduzieren tatsächlich. Also ich bin wirklich gerade, produziere sehr viele Let's Plays, habe mir viele Gedanken gemacht, so welche Themen ich überhaupt ansprechen möchte, weil mein Kanal ja auch schon sehr, ich sag mal, WoW-bezogen war immer, ne? Und da muss man sich ja schon ein bisschen auch so Gedanken machen, ne? Worüber kann man hier reden? Soll ich jetzt primär nur über WoW reden oder will ich auch andere Dinge ansprechen? Und ganz ehrlich, ich habe einfach Bock auch über andere Dinge zu reden. Und will eben nicht nur rein über, die behalten wir lieber nochmal, wer weiß. Rein über WoW reden, auch schon überwiegend schon WoW so, ne? So ist es nicht. Und halt Blizzard nahe Spiele, Diablo Immortal, Diablo eventuell auch, Warcraft Arclight Rumble und alle anderen Spiele, die im Blizzard-Universum so und auch dann Gamescom, LAN-Partys und so weiter, das sind so meine Themen. Genau, das haben wir alles abgeben. Würde ich sagen, wir müssen eh einmal in die Hauptstadt, das passt ja wunderbar. Dann können wir uns da gleich ein bisschen umschauen, die Quest abgeben, vielleicht eine neue annehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir den Flugpunkt hier schon angenommen haben. Machen wir vielleicht auch direkt mal am Anfang. Und deswegen, da mache ich mir gerade viele Gedanken drüber und habe halt viele Videos vorgeplant. Ich habe jetzt, glaube ich, zu dem aktuellen Zeitpunkt 4 Let's Plays schon aufgenommen, ne? Und jede Woche kommt eins, immer am Sonntag um 10 Uhr.
für die, die das noch nicht wissen. Und das ist quasi gerade so eine Reihe, dass wir hier den Blutelfen-Paladin einmal durchs komplette Startgebiet durchballern. Ja, das ist also quasi auch noch hier durch die Geisterlande. Und das wäre dann für mich so das Startgebiet. Und dann muss ich mal schauen, ob ich dann für die weiteren Videos dann vielleicht auch was anderes mache, mit meinem Schurken ein bisschen rumfliege, ein bisschen PvP mache und dabei erzähle. Muss ich mal schauen, aber ich wollte auf jeden Fall erstmal diese Blutelfen-Level-Reihe quasi beenden, dass wir wirklich auch hier wieder wunderschönes Design, diese Blutelfen-Reihe einfach wirklich so zum Ende gebracht haben. Und weil es wirklich auch ein Goal von mir war, sage ich mal, hier so ein Highlight auf diesen Startbereich von den Blutelfen zu legen. Oh, also die Farben hier, so in diesem ganzen, dieser Morgenröte und dem Herbstschein hier immer und so, das ist schon sehr angenehm. Also das ist echt eine geile Ecke zum Leveln. Deswegen will ich das auf jeden Fall zu Ende bringen. So, und jetzt gehen wir tatsächlich das allererste Mal in die eigentliche Hauptstadt von Silbermond rein. Ich weiß noch, wo ich damals im originalen Burning Crusade das allererste Mal hier reingegangen bin. Es war auch irgendwie, glaube ich, ein Jahr später nach dem eigentlichen Launch von Burning Crusade, dass ich immer reingegangen bin. Ich weiß noch genau, hier hinten war irgendwie immer der Juwelenschleifer, bin ich der Meinung, oder? Oder hier? Ich glaube, da. können wir einmal hier so entspannt so rumgehen. Weil ich nämlich beim Launch von Burning Crusade bin ich mir relativ sicher. Erste Hilfe, haben wir das schon gelernt? Oh, shit, ich habe auch vergessen, ich wollte noch zum Greifen. Ja, das machen wir noch schnell. War ich Ali? Ja, ich war Ali beim Launch von Burning Crusade und deswegen gab es für mich quasi gar keinen Grund, Silbermond das zu sein irgendwie oder mir das anzuschauen. Also wie gesagt, damals hat man auch viele Sachen, man hat einfach gezockt irgendwie und hat es gar nicht so wirklich mitbekommen, dass irgendwie da irgendwie so eine neue Hauptstadt entstanden ist. Ich meine, man hat es schon irgendwie mitbekommen, klar, aber man hat jetzt nicht so gedacht, okay, das muss ich mir direkt angucken und da muss ich hin und keine Ahnung. Und das war ja eine feindliche Hauptstadt, ne? Und ich war ja Ali und da habe ich mich da nicht so mit beschäftigt. Aber ich glaube, ich habe den Punkt schon. Mal gucken wir mal. Ja, ich weiß gar nicht, wie es ist. Wir klicken den Kollegen einfach mal an. Ja, okay, gut. Den hat man, glaube ich, automatisch schon mal. Egal, war glaube ich, Fail, aber scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf. Ja, deswegen, wo ich das erste Mal in Silbermond reingekommen bin, das war ein Jahr nach dem Launch von Burning Crusade. Und, macht denn der da eigentlich? Pennt der da unten oder was? Kurz mal abchecken. Hallo? Hallo? Möchtet ihr ein paar meiner Reime hören? Ja. Ich gehe die Straße runter, schau auf die Füße munter. Was ist das für ein Wetter? Es regnet bunte Blätter. Jorel Aran. Okay, was, wenn man Nein anklickt? Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Jerome. Okay, wieder was gelernt. Vielleicht ist es irgendein Easter Egg, was irgendeiner von euch versteht. Keine Ahnung. Alles klar. Weiß ich Bescheid, ne? Genau, und wo ich dann quasi das allererste Mal hier reingegangen bin in Silbermond, ich glaube, da hatte ich mir dann irgendwie ein Schamane? Ein Trollschamane? Kann ich mir, was es war? Oder irgendwie auch ein Blutelf? Ich habe so viele verschiedene Chars gespielt damals immer. Dann bin ich hier reingegangen und dachte so, what the fuck? So, ne, was für eine geile Stadt irgendwie so. Und dieses ganze Blutrot hier irgendwie, also. Ja, ich war einfach auf der falschen Seite, Leute. Ich sag euch, wie es ist so. Ich war einfach auf der falschen Seite. Ich hätte einfach Horde spielen sollen und fertig, ey. Ohne Kack, ey. Ja, aber das fand ich schon sehr geil, die Stadt. Also da muss ich wirklich sagen, auch immer so diese Schleier hier. Ja, sieht ja auch schon sehr ähnlich, glaube ich, zum Sonnenbrunnenplateau. Das ist auch so der Grund, wo ich ein bisschen auch traurig bin, dass ich jetzt in Burning Crusade wirklich gar nicht mehr geradet habe. Vielleicht werde ich das auch irgendwann nochmal bereuen, keine Ahnung. Aber das ist so dieses, ne, da gibt es ja auch diese Vorhänge und
Weil diese Sofakissen hier und so weiter. Ja, das ist schon ein bisschen schade auch, weil mir das wirklich vom Game Design einfach unfassbar gut gefällt. Ne? Also auch der schwarze Tempel hat ja auch so Bereiche, glaube ich. Genau, ne? Das meinte ich ja, hier in der Ecke war der Juwelenschleifer. Das war dann quasi auch der neue Beruf mit Burning Crusade. Und deswegen glaube ich auch, dass wir dann damals irgendwie öfter, habe ich dann, glaube ich, direkt die Juve genommen und habe dann immer hier Juwelenschleifen gelernt. Genau, so, wir gehen noch einmal schön hier durch. Auch diese Brunnen immer und so, ne? Also, das ist wirklich schon sehr, sehr schön gemacht, muss man sagen, Silbermond, die Stadt. Ja. So, jetzt müssen wir irgendwie die Quest hier noch abgeben. Ah, müssen wahrscheinlich von irgendeinem Vendor wieder irgendwas kaufen. Den besten Sonnentropfen. Den Gastwirten Velandra. So, das machen wir auch noch schnell hier. Mit der Deluxe-Lieferung nehmen wir auch noch an. Ach so, das ist die... Ah, okay. Jetzt habe ich hier die... meinen Mount schon bekommen. Na wunderbar. Und hier den Feuerpfad. Ja, willkommen in Burning Crusade Classic an der Stelle. Genau, wir brauchen hier den... wo ist denn der Sonnentropfen, hallo? Oder muss ich... Ich bin auch immer blind für solche Sachen irgendwie, ne? Hä? Der Tag der Abrechnung wird kommen. Die Feier... Trödelt nicht. Ja, doch. Ah, doch, hier bei dem. Okay. Du bist aber falsch angezeigt gerade, oder? Hm. Mir wurde ein anderer NPC angezeigt. Was ist da los, Questy? Was ist da los? Gut, so, haben wir auch. Ja, dann haben wir mal. Man kann quasi auch... Warte mal, wie kommt man denn? Kann man diesen kleinen geheimen Weg nehmen? Vielleicht hier oben lang? Liebe ich ja auch immer, wenn es so kleine Routen gibt. Kann man hier... Nee, hä? Wo ist denn hier der Weg? Hier, okay. Ich muss sagen, Silbermond wäre auch eine geile Stadt zum Genken, ne? Für so Schurken. Genau, wir gehen nochmal hier kurz zu dem ja, wie nennt man das? Den Thronsaal hier, Sonnenturm, da wo der Chef wohnt. Mal gucken, ich weiß gar nicht mehr, wer da steht. Ich weiß, früher waren dann hier auch öfter mal Schurken, die gegankt haben und so weiter in Silbermond, aber es gibt es ja auch alles nicht mehr, ne? Wie gesagt, habe ich ja auch schon in etlichen Videos jetzt genug drüber rumgeheult, so, ne, aber die Leute, die raiden, ja, raidloggen, kaufen mir Gold und das war's dann halt. In der Open World ist ja kaum noch jemand unterwegs, so, ne, dass sich jemand die Mühe machen würde, hier in Silbermond jemanden zu ganken. Komm. Das ist auch alles vorbei, die Nummer, ja, die Leute spielen WoW als Singleplayer-Game und das machen wir jetzt auch, ehrlich, ganz einfach. Brauchen wir uns nicht mehr beschweren. Ne, haben wir hier unsere Freude. Und genau, das war ich auch. Diese Wachen, die habe ich auch in Warcraft 3 immer schon so gefeiert. Ich meine, es gab eine. Gab es nicht irgendwann auch die Blutelfen als Armee oder so? Oder in der Meinung, so eine ähnlichen Einheiten habe ich irgendwo bei Warcraft 3 auch mal gesehen dann. Was habe ich auch immer schon nicht verstanden, warum man die Hauptstädte. Warum man da so eine krassen Wachen reinstellt, weißt du, dass man sie so gar nicht angreifen kann. Man hätte das so einfach lösen können, wenn es irgendwie so Zeitfenster gibt von 3 Stunden oder so, wo man die Hauptstädte angreifen kann, wo die Wachen irgendwie auf eine andere Schlacht kämpfen oder so und abziehen mussten, weißt du? So eine Sachen wären so einfach eigentlich. Naja, komm. So. Wen haben wir denn hier? Halduron Wolkenglanz, Großmeister Romad und Lord Temateron, Lord Regent von Keltalas. Okay. Ja, Leute, die sich mit der Lore auskennen, die werden sicherlich eventuell sogar wissen, was das hier für Kandidaten sind. Haben jetzt nicht so die schönsten Rüstungen abbekommen, ehrlich gesagt. Aber gut. Auf jeden Fall, das wäre dann quasi, das sind so die Haupt,
der Boss hier, ne, von der Stadt, kann man sagen. Und ich meine dann auch, später war es so, ich glaube, eventuell schon in WOTLK, dass dann hier auch so Portale waren, wo man sich in andere Städte porten konnte, ne? Da gab es dann hier irgendwie auch Portale, auf Retail auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, ob es überhaupt noch gibt, die Stadt hier auf Retail, aber hier bin ich der Meinung, sind dann später viele, viele Portale. Ich weiß nicht, was das hier ist. Der Thron, oder wie? Ah, Lord Regent bedeutet ja immer auch, der König ist nicht da oder so, ne? Dann verlegen darf dann nicht auf dem Thron hocken hier, sondern ne, es ist ja wie immer so in WoW so, die eigentlichen Herrscher sind alle schon tot irgendwie und irgendwelche Nachfahren, minderwertigen Nachfahren, müssen dann immer hier irgendwie noch die Stadt bewachen. Tja, das ist dann leider das Schicksal. Ne, ist ja immer alles der vergangene Ruhm hier. Welch herrliche Ironie. Ja, auch in Burning Crusade Classic sehen wir nur noch die vergangene, den vergangenen Ruhm von dem Addon. Nein, viele haben ja auch noch Spaß dran und ich kann es auch verstehen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier dran, wo ich hingeportet werde. Ach du Grüne, nach Under City wird man da geportet. Okay, krass. Okay, das hatte ich. Das wusste ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr. Warum auch immer man das hier gemacht hat. Ja, moin, ey. Hier in dem Seitending, okay. Gibt es auch für die Allies, haben die sowas auch? Dann können sie sich wahrscheinlich auch von Exodar, also von den Draenei-Gebieten, wahrscheinlich auch irgendwie was woanders importen. Ich hoffe, wir kommen jetzt zurück hier. Okay, gut, ja, das ist schon mal sehr wichtig und richtig. Okay, das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass man hier den Port hat. Vielleicht ja für den einen oder anderen von euch interessant. Gut, jetzt haben wir schon wieder 17 Minuten hier herum Let's Played. Haben uns ein bisschen hier mal einen Sonnenhof angeschaut. Sehr schön immer so in dieser leichten, hier ist irgendwie immer Sonnenuntergangsstimmung, ne? Egal zu welcher Tageszeit, hier geht immer die Sonne unter, wunderschön. Und jetzt werden wir nochmal, ich weiß gar nicht, ob man hier hinten lang kann. Nee, ne? Kommen wir hier runter eigentlich? Nee, oder? Nee. Wir werden uns nochmal hier die Quest besorgen. Ach so, ja, nee, das ist ja nur, wir gucken nochmal kurz, aber das ist, glaube ich, nur. Ja, es ist immer diese Quest, wo man denkt, ach Mensch, die habe ich noch nicht gemacht. Und dann ist dieses komische Donation, Wolle spenden für Ruf irgendwie. Warte mal, hier haben wir auch noch was. Oh ne, Moment, hier haben wir auch noch was. Ne, die nehmen wir auch noch mit. Und hier haben wir auch noch eine. Warte mal. Ist das die gleiche? Ich glaube, der schickt uns zu dem. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass wir die noch nicht annehmen können, bevor wir die nicht angenommen haben. Aber wir gucken mal. Das könnte so eine Art die erste Paladin-Klassenquest sein, oder? Könnte das stimmen? Ich glaube, die sind doch immer so mit Level 12 oder so mit 10 so verfügbar. Gucken wir mal. Das ist tatsächlich gar nicht mehr so genau. Okay, was haben wir denn hier? Einige 70er am Start, Arena-Spieler. Gibt es hier einen Arena-Anmelder? Könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, bestimmt ein Arena-Anmelder, oder? Ja, genau. Hier sind die PvP-Anmelder anscheinend. Krass, hier war ich auch noch nie, glaube ich. Paladin-Lehrer, ah ja. Können wir doch schon annehmen. Okay, dann nehmen wir die mal an. Dann müsste die verschwinden hier eventuell. Können wir mal kurz durchlesen vielleicht. Für das Kämpfen und Vergießen von Blut gelernt. Initiant. Achso, wir machen mal. Könnt ihr mitlesen hier, Moment. Ihr habt viel über das Kämpfen und Vergießen von Blut gelernt, Initiant, doch in unseren Orden geht es um viel mehr. Die Beherrschung des Lichts erfordert einen klaren Geist und enorme Willenskraft. Ohne diese Eigenschaften seid ihr nicht mehr wert als ein räudiger Streuner. Moin. An den nordöstlichen Ausläufern der Geisterlande gibt es eine Insel, die Insel des Martyriums, auf der wir diese Eigenschaften formen. Versteckt in einer kleinen Höhle steht eine Kohlepfanne, kniet vor ihr, entzündet sie
und konzentriert euch auf das, was ihr vor euren Augen seht. Wir sind zu der Insel im Norden anscheinend. Nordöstliche Insel, okay. Geisterlande. Okay, ja, machen wir gerne. Die ist verschwunden hier, genau, die hätte uns nur hier hingeführt wahrscheinlich. Das hängt wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Siegel von den Blutelfen. Ne? Die Blutelfen waren ja eigentlich... Oh, hier kann man runter. Okay, moin. Die Blutelfen waren ja eigentlich die einzigen, die... Ja, komm ich jetzt wieder hoch hier? Was ist denn das hier eigentlich? Ist das irgendwie ein Gefängnis oder wie? Unsere Feinde werden fallen. Nennt euer Anliegen. Was ist euer Begehr? Was machen die denn hier? Die Zeiten werden vorübergehen. Die ewige Sonne leitet uns. Okay. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Ja, irgendwie Keltas hat hier seine Finger im Spiel gehabt anscheinend irgendwie. Okay. weil die Blutelfen haben ja quasi das Siegel des Blutes, ne, normalerweise gehabt, was jetzt quasi alle bekommen haben in Burning Crusade Classic. Im originalen Burning Crusade hatten das nur die Blutelfen. Und ich glaube, man will hier quasi von vornherein. Jetzt gehen wir nochmal hier zu dem Anmelder für die BGs, wollte ich mir nochmal anschauen. Den ganzen Arena-Spieler hier schon. Ja. 2345 spielt der Kollege. Ist nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Ja gut, hier sind einfach die Anmelder. Kann man ja schon mal so reingehen, ne? Entspannen, wie lange wird das brauchen? 12 Minuten. Okay. Genau, AV und die Quest kann die noch nicht annehmen anscheinend. Auge. Arena. Könnte ich auch anmelden, okay. Und AB kann man, glaube ich, erst mit Level 20 dann. Okay. Ich glaube, wenn ich heute spielen würde, würde ich auch hier anmelden. Ist chillig hier. Genau, Paladin-Lehrer wollte ich noch kurz machen. Dann doch die eine oder andere Fähigkeit. Können wir lernen? Oh je, ja, Hammer nehmen wir mit, würde ich sagen. Gerechtigkeit wird obsiegen. Mal gucken, müssen hier direkt schon mal jetzt die nächsten Aktionsleisten freimachen. Unsere Feinde werden fallen. Mal gucken, vielleicht auch hier. Hand auflegen. Oder Hingabe können wir mal hier einen neuen Rang nehmen. Ich habe nie Paladin gespielt. Wohl doch ganz, ganz früh, aber schon 3 Milliarden Jahre her. Lebt wohl. So, Segen der Macht 9. Ne, wir müssen auch gucken wegen dem Gold hier. Obwohl, das sind ja alles nur. Ne, Quatsch, das sind ja alles Kupferbeträge hier. Ne, dann ist es ja egal. Dann können wir ja eigentlich alles mitnehmen. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Jetzt schaffen wir einfach 2, dann haben wir Handauflegung. Muss mal gucken, wo ich das dann genau alles hinbeinde. Ehre den Zindorei. Bob auch. Boah, ich könnte nie einen Paladin spielen, Leute, ne? Ja. Nie. Ich glaube, da würde ich echt untergehen. Und parieren können wir jetzt auch. Okay, wunderschön. Ja, dann doch das ein oder andere Update. Upgrade hier bekommen. So. Perfekt. Genau, dann gehen wir nochmal kurz hier hin und dann sind wir auch fertig mit unserer kleinen Rundtour. Nee, was ich sagen würde, also die Blutelfen hatten ja eigentlich als einzige so dieses Blutsiegel, was sich ja dann als sehr stark erwiesen hat und deswegen hat man gesagt, okay, komm, damit nicht jeder Paladin, der Paladin spielen will, in Burning Crusade Horde geht, machen wir das Siegel für beide Seiten zugänglich. Das war wirklich auch mit so das Cleverste, was Blizzard in den letzten 5 Jahren gemacht hat. Von daher, das war sehr gut, dass sie es dann gemacht haben. Und da will man wahrscheinlich dann hier von vornherein auch ein bisschen auf diese Lore eingehen, von wegen, dass Blutelf-Paladine eben nicht nur heilige Krieger sind, sondern eben auch, es ein bisschen um Martyrium geht, um Opferung und solche Geschichten. Finde ich ganz cool eigentlich und auch von der Lore her
dann auch nachvollziehbar, dass Blutelfen dann auch so diesen Paladin-Weg so wählen können. Das hat mir tatsächlich im damaligen Burning Crusade sehr gut gefallen, auch mit den Draenei. Wie gesagt, im heutigen Retail-WoW gibt es ja, ich glaube, ich habe jetzt irgendwie neulich gehört, dass Tauren-Schurken schon möglich sind mittlerweile auf Retail. Also das ja, hat dann mit einem Immersion-Feeling und mit einem Roleplaying-Feeling nicht mehr so viel am Hut. Aber Blutelfen als Paladine machen tatsächlich sehr viel Sinn, finde ich. Oh, schön Bob gegeben, perfekt. Was ich an Paladin immer mega gefeiert habe, auch jetzt nicht nur in WoW, sondern auch in Warcraft 3, war übrigens auch immer die, wie nennt man das eigentlich, den Style einfach von den Fähigkeiten, ne? Also und so diese ganzen Heiligzauber und die Bilder auch von den Fähigkeiten, fand ich irgendwie immer mega cool, habe ich immer mega gefeiert. Und so eine Dinge waren früher auch wichtig, ne? Okay, gut, hier können wir nur Wolle spenden. Okay. Ne, gut, dann würde ich sagen, dann haben wir es doch, wa? Dann würde ich mich tatsächlich jetzt mal in den südlichen Teil der Insel begeben. Wir haben hier alles tatsächlich fertig. Wir müssen hier nochmal... ich habe die Bach... Oh nein. Habe ich vor der einen Quest, wo ich Sachen sammeln muss, wieder verkauft. Egal. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, habe ich immer noch nicht gelernt, ob man Sachen, die man verkauft hat, von jedem Vendor zurückkaufen kann oder nur von dem, an dem man sie verkauft hat. Aber ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder länger her. Ich glaube, die habe ich sogar... Komme ich hier raus? Ja, oder? Nee? Kann man ja direkt mal ausprobieren. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Ah, okay, perfekt. Man kann die tatsächlich wieder kaufen von jedem. Das ist wichtig und richtig. Das war gut. Den anderen hatte ich auch vertickt. Muss ich gerade mal gucken. Okay. Habe ich die Quest sogar fertig. Ja, auch perfekt. Da hatte ich quasi gerade das letzte Item gesammelt und dann habe ich quasi die anderen wieder verkauft. Perfekt. Genau, nee, dann gehen wir die natürlich abgeben, wenn ich den Weg hier hinausfinde. Kann man eigentlich auch hier durchgehen? Dann hier rausgehen? Das will ich mal testen gerade. Das geht doch auch, oder? Gehen wir mal hier lang. So, jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir hier uns die Hauptstadt locker flockig angeschaut und schwelgen hier noch ein wenig in den letzten Erinnerungen der glorreichen Burning Crusade-Tage, die sich ja auch langsam dem Ende neigen. Wir bewegen uns ja sehr schnell. WOT. Ach, hier kommt man nicht durch, jetzt ernsthaft, oder wie? Bruder! Ich dachte, man kann hier durch. Ach, schade, okay. Na gut, dann müssen wir außen rumgehen. Das ist ja schade, dass man da nicht durch kann, okay. Wahrscheinlich auch wieder irgendwie damit die Alex hier irgendwie nicht so einfach raiden können oder wahrscheinlich irgendwie solche Hintergedanken hier, ne? Ja. Ist doch kälter hier, ne, oder? Obwohl er irgendwie nicht mehr im Start ist hier, wird er aber hier überall noch verehrt, ne? Warum hat man die Statuen dann nicht umgeschmissen hier, frage ich mich. Was ist da los? Auch geil gemacht, ne, mit diesen grünen Kugeln da. Also. Kälters konnte man, glaube ich, auch in Warcraft 3 TFT spielen, oder? Ich meine, den hatte ich auch gesehen. Als spielbaren Held dann irgendwann. Nee, kommen wir jetzt mal langsam zur... Leute, wir nähern uns der WOTK-Ära. Die Leute reden gerade schon... wahrscheinlich, obwohl, wenn ihr das Video seht, vielleicht ist... Also die Beta ist auf jeden Fall schon am Start, wenn ihr das Video hier seht. Vielleicht... Es ist das Spiel sogar schon live, aber ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, WOTK-Release ohne... Ich habe mir kein einziges Video angeschaut. Ich würde einfach mal vermuten, WOTK-Release Ende August, Anfang September. Früher kann ich mir das nicht vorstellen. Deswegen, ich glaube, wenn ihr das Video seht, wird WOTK noch nicht draußen sein. Wäre meine Vermutung. Wir gucken mal. So. Ja, wir begeben uns mal hier und geben noch hin und geben noch mal
Ja, die Quest hier ab und dann haben wir eigentlich, bis auf die hier, das komplette Startgebiet schon durch. Ja, Freunde der Nacht. Dann würde ich sagen, zum Ende von dem heutigen Let's Play werden wir nochmal so ein bisschen ja, ich habe ja gesagt, ich will euch heute mal ein bisschen einen Einblick in meine frühere LAN-Geschichte geben. Und damit fangen wir jetzt mal an. Das heißt, hat sich gelohnt für die Leute, die eine halbe Stunde dran geblieben sind. Wir waren mal auf einer LAN. Das war die größte LAN auch, auf der ich je war. Ich war ja wirklich auf etlichen LANs, aber das war wirklich die größte, auf der ich je war. Und ich meine, da waren um die 100 Leute. Ja, ich meine, das war damals wirklich so auch. Also das Event wurde damit beworben, von wegen, ja, so um die 100 Leute, mega krasse LAN und so weiter. Und man musste sich, glaube ich, auch dafür anmelden irgendwie. Das weiß ich aber ehrlich gesagt, das ist schon so lange her, nicht mehr genau, wie das war. Ich weiß nur, die LAN hat am Allersee stattgefunden in Wolfsburg. In so einem Art Vereinsheim am Allersee, ja. Und weil da kannten wir jemanden, der hat da so Kontakte gehabt und der hat das dann irgendwie auch ein bisschen klar gemacht. Und diese LAN hat eben in so einem Vereinshaus stattgefunden. Ihr müsst euch vorstellen, es ging da so um so Segeln und Rudern und so, so halt. Ne? Da waren so Boote unten und so. Und in einem Vereinsheim, und da war quasi, es war quasi so ein Haus einfach, direkt am See. Und in der oberen Etage, also in der unteren Etage, waren dann so die. Ach, jetzt kommt hier der Warsong in Wald. Wollen wir da jetzt echt reingehen, Leute? Soll ich jetzt echt in die Warsong reingehen, Leute? Ich weiß nicht. Es ist echt der in Weiter gekommen. Ah, warte mal, schaffen wir das, dass wir. Wenn wir es schaffen, die Quest abzugeben, dann gehe ich da noch rein und beende dann das Let's Play, wenn die Warsong vorbei ist. Beziehungsweise, wenn ich mit der Geschichte zu Ende bin. Ja, wenn die Warsong dann noch nicht vorbei ist, dann haben wir Pech gehabt. Noch 55 Sekunden, wir gucken mal. Auf jeden Fall war es eine sehr große LAN. 100 Leute am Start und so weiter und von meinen Freunden sind. Also wir sind damals quasi auch. Also es war wirklich sehr viel organisiert, so, es war schon ein bisschen professioneller. Da waren Admins dabei, da waren. Leute, die auch eine Tombola organisiert haben, man konnte irgendwie Lose kaufen und so. Also es war jetzt nicht einfach nur so eine LAN von irgendeinem Typen von wegen, yo, ich lade 100 Leute ein, kommt mal vorbei. Oh mein Gott, wir schaffen das, glaube ich, echt. Geben hier mal ab. Unsere Feinde werden fallen. So. Für den Sonnenbund. Jorel Aran. Haben wir noch eine Einladung bekommen. Dann würde ich sagen, gehen wir hier schön zum Ende nochmal. In die Warsong-Schlucht rein. Keine Ahnung, wie man den Paladin spielt im PvP, aber ich würde sagen, wir machen es einfach mal. Komm, wir spielen so ein bisschen wie den Schurken. Wir verteidigen einfach die Flagge und wenn die geholt wurde, gehen wir zurück und holen die. Mit dem Hammer kann ich ja dann hier schön stunnen. Ja, auf jeden Fall, wir wurden dann, zu der LAN quasi, also haben Tickets bekommen. Ich meine, wir waren dann mit. Wie viele Leute waren wir da? Ich glaube mit 6 Leuten. 5 oder 6 Leuten. Ja doch, ne, auf jeden Fall. Doch, nee, Moment. Wir waren auf jeden Fall mit. Ah nee, warte. Shit, nee, genau. Jetzt pass auf. Ja, oh mein Gott. Die Story wird noch viel besser, als ihr gedacht habt. Die wird noch viel besser. Genau, wir waren mit. Vielleicht glaube ich, mich nebenbei hier aufs Game konzentrieren kann. Wir gucken mal. Ich bewache die Flag hier. Und hol sie wieder, wenn sie geholt wird. Wir haben mit 4 Leuten auf der LAN. Mit 4 Leuten. Und das war nämlich auch so das Problem. Denn, worum ging es primär auf der LAN? Natürlich, auf der LAN werden viele, viele Games gespielt, ne? Tritra, tralala und so weiter. Okay, das ist ja wieder, eine wunderschöne PvP-Erfahrung hier. Level 19er mit enchanteten Waffen. Egal. Oh, er hat direkt widerstanden. Ja, und nichts machen hier gegen den Kollegen. Ich hab ihn benommen gemacht, okay. Was ist das? Hä, warum ist der denn benommen geworden gerade?
Ah, nein! Oh, hier rennen alle. Hört, vielleicht, das ist ja die. Das ist ja die. Die Meta hier. Einfach quasi. Einfach sich einen Level 19er Charme machen und dann hast du Fun im Spiel, ja? Wir machen uns alle Gedanken hier irgendwie wegen Endgame und Tryharding. Einfach den Level 19er machen, Leute. Abfahrt, guck dir die an hier. Keine Probleme hat der Mensch. Hier. Genau, Großmeister der Arena hier. Der hat doch alles am Start und er auch hier. Ja, wir spielen hier einfach sehr authentische Low Level. Ja, natürlich, Klinge von Schattenfang. Und auch Arena. Leute, ne? Die haben es verstanden hier. Einmal investiert in den Char und hast du immer Fun hier im BG. Würde mir, glaube ich, auch Bock machen, sogar wenn ich immer so dieses Rumgejumpe wäre, weißt du, dass man so jeden Jump können muss und so. Guck mal, der ist doch hier schon wieder, ne? Wo der schon wieder ist hier. Ah. So. Okay, komm, wir gehen auch mal in die Offense hier rein. Ja, auf jeden Fall so. Wir waren auf der LAN. Und. Oh ne, wir gehen in die Defense, oder? Ja, wir gehen in die Defense. Komm, wir verteidigen. Mit 4 Leuten so. Das Hauptgame des ganzen Abends war Counter-Strike. Counter-Strike entweder 1.5 oder 1.6. Ich meine aber. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war 1.5 noch damals, bin ich der Meinung. Müsste 1.5 gewesen sein. Und mit wie vielen Leuten spielt man natürlich? Es gab auch ein Turnier dann auf der LAN. Mit wie vielen Leuten spielt man natürlich in so einem Turnier? Natürlich 5 und 5. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie es damals war, ob es auch damals schon 3 und 3 gab, aber eigentlich auf den meisten Maps hat 5 und 5 eher Sinn gemacht. Und es wurde eben 5 und 5 gespielt und wir waren natürlich nur 4 Leute. Das heißt, vielleicht waren wir sogar nur 3. Ich weiß gar nicht mehr genau gerade. Nee, genau, wir waren sogar nur 3. Oh mein Gott, wir waren sogar nur 3. Und 2 von den Leuten, die richtig gut waren von unseren Kumpels, die konnten nicht an dem Wochenende. Es wäre so perfekt gewesen, wenn die auch noch gekonnt hätten. Dann hätten wir nämlich ein komplett fertiges Fünfer-Team gehabt quasi. Ne? Und es wurde dann auch so ein Turnier veranstaltet. Man konnte mitmachen, man konnte auch was gewinnen, glaube ich, irgendwie. Und ein paar andere Kumpels haben auch noch in anderen Teams mitgemacht. Und es ging jetzt nicht darum, wieder fett irgendwie Preise zu gewinnen, aber quasi, dass man einfach so da gewinnt, ist einfach ein geiles Feeling oder wäre ein geiles Feeling gewesen. Darum ging das quasi eher so, ne? Und ja, guck mal, ob wir hier dieses scheiß Geseppe immer von dem, ne? Meine Fresse da. Wäre halt schön, wenn man halt auch ein bisschen so, ich sag mal, weiter oben mitgespielt hätte. Und wenn man da bis was gerissen hätte, so, ne? Wäre halt schön gewesen. Aber wie es immer so war, natürlich, konnte dann nicht jeder, war man zu dritt, so. Und dann war es so, es gibt 2 extrem lustige Geschichten auf der LAN. Und die erste werde ich, mit der ersten fange ich jetzt mal an, so. Das erste war nämlich, es war damals so, in Counter-Strike musste man sich über Steam, war das schon Steam? Ich glaube, es war schon nur. Oder irgendwie halt im Counter-Strike Launcher oder keine Ahnung, musste man sich mit einer Internetverbindung, muss man einen, das wissen, die Counter-Strike-Spieler wissen das vielleicht noch von euch, musste man einen Haken aktivieren im Spiel, während man eine Internetverbindung hatte, damit man das Spiel offline spielen konnte. Ohne Scheiß, Leute. Müsst ihr euch mal überlegen. Man musste online einen Haken aktivieren, irgendwie so offline spielen möglich. Wenn man diesen Haken nicht aktiviert hatte, konnte man Counter-Strike damals offline nicht spielen. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Das ging nicht. Und jetzt kommt die Geschichte. Jetzt kommt die Geschichte. Das ist so lustig eigentlich. Und ich schwöre auf Gott, ja, dieser Haken war monatelang, vielleicht sogar jahrelang, wenn du den Haken nicht aktiviert hast, konntest du offline nicht spielen. Und deswegen, ich halt unbedingt war mir total sicher und habe mich auch nochmal damit da quasi auseinandergesetzt und nochmal kontrolliert, dass ich diesen Haken aktiviert hatte vor der LAN, dass ich quasi offline Counter-Strike spielen kann. So, ja. Und ich war mir ganz sicher, ich hatte den Haken auch aktiviert. Und dann war es halt aber so, und das ist eigentlich fast schon, es ist eigentlich total unlogisch. Dann waren wir auf der LAN.
Und ich hatte diesen Haken halt schon vor Wochen aktiviert, ja, weil ich wusste, die LAN kommt, ich mache den Haken an, habe auch zwischendurch mal eine LAN gehabt und wollte quasi offline spielen, wollte einfach ready dafür sein, so. Und dann hatte, es war die Firma hinter Counter-Strike, keine Ahnung, hat ungelogen die Funktion von dem Haken umgekehrt. Man musste dann nämlich diesen Haken, durfte man nicht aktiviert haben, damit man das Game offline spielen kann. Ich meine, das müsst ihr euch mal überlegen. Ah, kann man hier dispellen hier? Warum kann ich das jetzt nicht? Achso, es geht noch nicht. Müsst ihr euch mal überlegen. Man musste dann wirklich auf einmal den Haken nicht aktiviert haben, damit man online spielen kann. Und ja, auf dieser gottverdammten LAN, wo 100 Leute waren, gab es damals kein Internet. Es gab kein Internet. Es gab auch nicht irgendwie Hotspots oder so. Es gab es also nicht. Das heißt, keiner von diesen 100 Leuten auf dieser riesigen LAN konnte mir helfen, weil ich den Haken deaktivieren musste, Leute. Müsst ihr euch mal vorstellen, ja. Ich habe auf dieser riesigen LAN und keiner konnte mir helfen. Es gab kein Internet dort. Und ja, ich konnte deswegen online, quasi offline mit meinen Freunden bei dem Turnier nicht teilnehmen oder hätte nicht teilnehmen können, weil ich diesen gottverdammten Haken noch aktiviert hatte und weil die Entwickler von Counter-Strike die Funktion umgedreht haben, dass man den Haken deaktiviert haben muss, damit man auf einmal offline spielen kann. Also strunzdumm eigentlich. Keine Ahnung, weiß ich bis heute nicht, warum sie das geändert haben. Auf jeden Fall hatte ich das Problem, dass ich diesen Haken deaktivieren musste, Leute, ja, weil ich war auf der LAN, Leute, ihr müsst euch vorstellen, 100 Leute, ja, ich hatte meinen LAN-Kuchen dabei, ich hatte meinen Fondant dabei, ich hatte meine 3 Liter Energy dabei, alles war ready, aber dieser scheiß Haken war aktiviert und deswegen konnte ich nicht spielen, Leute, ich bin durchgedreht, ja, und glücklicherweise waren wir schon ich glaube, irgendwie so, man kommt mal immer an auf der LAN, so normalerweise erst so 20, 21 Uhr. Wir waren aber sehr früh da, weil wir uns halt ein bisschen aufs Turnier vorbereiten wollten, weil wir halt auch noch, wir wussten, wir waren zu dritt. Das heißt, wir mussten 2 Mates finden, mit denen wir zusammen 5 und 5 spielen konnten auf der LAN. Übrigens, ich merke gerade, es wird relativ lang, das Video, deswegen, ich werde den zweiten Teil mit den Mates dann, da werde ich ein eigenes Let's Play widmen, weil das ist noch eine geilere Geschichte eigentlich. Das werdet ihr dann im nächsten Let's Play sehen. Aber deswegen, wir machen erstmal die Hakengeschichte weiter. Waren wir relativ früh da und es war gut, weil dadurch hatten wir quasi Zeit, noch zu gucken, okay, wie können wir dieses dämliche Problem lösen? Ne? Und ist hier gerade richtig weirde Mucke angegangen, Momentchen. So, und dann haben wir überlegt, okay, was machen wir? Ne? Und dann sind wir, ohne Scheiß, ja, habe ich mir überlegt, okay. Scheiß drauf, ich will unbedingt bei dieser verdammten LAN mitmachen. Ich will bei diesem Turnier mitmachen. Ich bin hier nicht hergefahren. Hab, ich glaube, sogar 20 Euro oder Mark war es. Weiß nicht, ob es Mark war oder schon Euro. Nee, ist schon Euro gewesen. Nee, war schon Euro. 20 Euro oder 15 Euro Anmeldegebühr für diese LAN. War die größte LAN, auf der ich je war. Ich werde mir jetzt nicht 10 Stunden angucken, wie alle anderen Counter-Strike spielen und ich da rumhocke. Ja, ich habe, nee, Leute, bin ich nicht dabei. Meine ich so. Dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe meinen Rechner abgebaut. Also quasi nur den Tower, ja, habe ich abgebaut. Und was ich vielleicht noch brauchen würde, so Peripherie, um den Rechner woanders aufbauen zu können. Ich glaube, ich habe noch Tastatur und Maus, wusste ich, brauche ich nicht. Das war dahin vorhanden, wo ich hin wollte. Habe halt noch Stromkabel mitgenommen und vielleicht irgendwie ein LAN-Kabel oder so. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann den Rechner mitgenommen und noch 2, 3 wichtige Dinge, damit ich den woanders aufbauen kann. Und habe dann wirklich den Plan gehabt, zu meiner Oma zu gehen, zu Fuß, mit dem Rechner. Jetzt wirklich ungelogen, ist so stattgefunden. Mein Kumpel ist dann mitgekommen, weil er mir helfen musste beim Tragen. Weil er mich auch als Mate haben wollte im Spiel. Und wir sind dann ungelogen mit meinem Rechner losmarschiert. Auf dem Weg zu meiner Oma, damit ich dort meinen Rechner anbauen kann bei ihr. Damit ich den Haken deaktivieren kann, online bei ihr, und dann wieder zurückgehe, und damit ich dann offline Counter-Strike spielen kann. Das hat wirklich, das war der Plan, Leute. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das war halt ungelogen der Plan an der Stelle. Und
Wir sind dann tatsächlich zu meiner Oma gegangen mit dem Rechner, haben uns immer abgewechselt, weil die Rechner damals, das war nicht so ein kleiner, geiler Rechner, wie er hier auf dem Tisch steht, das war eine ordentliche Maschine, die musstest du erst mal tragen können, ne? Da war es, das war also die Zeit, Leute, war Röhrenmonitore und so weiter, ne? Also, das war nicht hier irgendwie Laptop irgendwo hin, sondern es war so eine fette, so einen fetten PC hast du da gehabt, ne? Und dann sind wir wirklich zu meiner Oma gegangen. Wir sind ohne Scheiß den kompletten Allersee entlang gegangen, weil wir hatten ja auch kein Auto, gar nichts. Kompletten Allersee entlang gegangen zu meiner Oma. War glücklicherweise nicht mega weit entfernt, aber schon, ihr müsst euch vorstellen, der Weg von der Lahn zu meiner Oma. Zu Fuß würde ich sagen, so 20 Minuten. Ja. Und mit dem Rechner konnte natürlich deutlich langsamer gehen, musste ich abwechseln, kurze Pause machen. Sind wir so 40, wir haben uns da schon beeilt, also 40 Minuten, 35 Minuten ungefähr gegangen, mit dem Scheißrechner halt. Und das war schon echt richtig nervig, ne? Müsst ihr mir reinziehen, nur um den beschissenen Haken zu deaktivieren, damit man das Game offline spielen kann, ey. So behindert einfach, ne? Naja, auf jeden Fall, dann war es folgendermaßen. Wir kommen bei meiner Oma an. Bauen alles auf und so weiter. Und dann haben wir das wirklich nicht hinbekommen. Ich weiß heute, bis heute nicht, woran es gelegen hat. Ne, weil natürlich, ihr wisst ja dann auch, ne, die Großeltern, die haben dann halt nicht die fette Gaming Station, sondern die haben dann irgendwie noch das Holzmodem von 1983 irgendwie da rumstehen und ging dann irgendwie nicht. Ich habe es nicht hinbekommen, bei meiner Oma mit meinem Rechner online zu gehen. Ja, weil man konnte nicht wie heute sich dann einfach, gib mal WLAN-Key oder so. Es gab kein WLAN. Man musste da irgendwie sich in den Router rein und hatte keine Berechtigung. Und AOL hat irgendein Update gemacht. Und Leute, Katastrophe, ja. Ich habe es nicht geschafft. Wir haben es dann ungefähr eine halbe Stunde bei meiner Oma versucht. Was haben wir gemacht? Wir haben nicht aufgegeben. Nein. Wir haben dann meine Oma gefragt, ob sie mich zu den Eltern von meinem Kumpel fahren kann, dessen Bruder nämlich gerade zu Hause war und gezockt hat. Und er meinte, jo, komm vorbei. Wir haben dann angerufen, WhatsApp gab's alles nicht. Wir haben angerufen, wir mussten quasi bei den Eltern von meinem Kumpel anrufen. Der hat dann das Telefon dem Bruder von meinem Kumpel überreicht. So war das damals, ja. Und der hat dann gesagt, ja, komm vorbei, ich bin gerade live. Ich zock gerade eh und so und dann kann ich meinen Rechner kurz ausstöpseln. Dann haben wir ihnen schon gesagt, ja, stöpsel deinen Rechner schon mal ab und bereite das so weit vor, dass du quasi unseren Rechner an die Peripherie quasi von dir anschließen können. Wisst ihr, ich meine, das heißt, dass da so alles lag, Monitor, Maus und so, dass man quasi nur den Rechner ausgetauscht hat. Und dann hat meine Oma uns wirklich zu dem Haus von meinem Kumpel hingefahren. Auch vielen, vielen Dank nochmal an meine Oma, wirklich, absolut legendär. Dann haben wir meinen Rechner angeschlossen oben, haben uns in Counter-Strike eingeloggt und da ging es dann, weil wir dann Internet hatten und so weiter und haben dann den gottverdammten Haken weggemacht, Leute. Einen einzigen Haken haben wir weggemacht. Und dann haben wir alles wieder abgebaut, der Haken war weg, wir haben alles wieder abgebaut und dann hat uns meine Oma auch noch zurück zur LAN gefahren. Die uns auch am Anfang schon hingefahren hatte übrigens, ja. Wir haben uns quasi das zweite Mal dann hingefahren. Und sonst wären wir halt komplett viel zu spät angekommen. Und so, das hat uns quasi wirklich ermöglicht, dass wir dann wirklich noch rechtzeitig da waren. Auf der LAN, ich meinen Rechner quasi, ich konnte nicht mehr boppen, dass ich quasi dann meinen Rechner wieder anbauen konnte und wir auch noch zwei Teammates gefunden haben. Und wir dann noch bei dem Turnier teilnehmen konnten. Ah ja, diese Geschichte wollte ich immer schon mal erzählen. Jetzt habe ich es mal geschafft. Und vielleicht hätte ich mir die auch für ein eigenes Video aussparen sollen, überlege ich gerade schon. Vielleicht mache ich auch noch mal ein extra Video zu der Geschichte hier. Damit wir das nochmal extra würdigen, würde ich mal überlegen. Aber vielleicht mache ich das auch so. Pass auf, wir machen es so. Wir machen im nächsten Let's Play, erzählen wir nochmal ganz kurz die Geschichte vielleicht hier, umreißen die so ein bisschen und erzählen dann nochmal, das wird auf jeden Fall in der nächsten Folge kommen, wie es nämlich, was das mit den beiden Teammates auf sich hatte, die wir dann nämlich bei uns im Team hatten, weil die haben dann auch nochmal ordentlich für Trubel gesorgt. Kann nur so viel sagen, das Counter-Strike-Turnier lief nicht übermäßig erfolgreich für unser Team. Aber ich würde sagen, das sparen wir uns dann fürs nächste Let's Play auf, Leute, ja. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen zu Ende hacken und mal gucken, ob ich hier noch irgendwie ein bisschen was reißen kann. Gegenüber den ganzen Level
es war knapp. 19 dann hier MBG, Leute. Ja, dann würde ich mich an der Stelle schon mal für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Let's Play wieder. Ja? Schreibt mir gerne mal eure Meinungen dazu in die Kommentare. Ja? Wie seht ihr das? Gab es damals LANs, die Internet hatten? Oder hast bei euch ähnliche Erfahrungen? Ja, berichtet gerne mal, Leute. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Let's Play da. Werde ich euch dann berichten, was es mit unseren Teammates auf sich hatte, ja? Bis dann, ciao, ciao.